Shalom Aleichem. Ich bin Sarah Rukhl Schaechter. Und ich bin Yiddish Jochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Es gesinnte Heid. Wir wollen nach Hand weisen, wie soll zu machen Kreplach, gemacht mit Kartoffelfillets, euch bekannt wie Varenikis in Piroben. Und Kreplach ist eine traditionell auf Purim, aber wir wissen nicht genau, für was. Wir wissen nicht, für was, aber ich habe gehört, als zu lieben, was in Megillas Esther, der Mann mir nicht Gottes Namen, weiss mir aber, als Gott hat mit Stamme gespielt eine Rolle. Das heißt, Gott spielt eine behaltene Rolle. Und pink das so ist, und in der Kreplach haben wir behaltene Ingredienten in dem, was ist Kartoffel, Äpfel, Käse, Äpfel, Fleisch, man weiß nicht, was es in der Welt. In allgemein bei Jeden haben wir lieb Sachen, was sind eingefüllt, eingestoppt, ziegedeckt, Sachen, was sind ein bisschen mehr, wie sie sehen, neues. Gefüllte Fisch, versteht sich. Richtig. Ich habe euch gehört, dass Kreplach sind traditionell Fahrer, Erev Yom Kippur und Shanarabe, ja, und ja. Auch Purim, zu lieb dem, was Yom Kippur schluckt man auch geht. In Shanarabe schluckt man der Hoshainis, in Purim schluckt man Hohenen, versteht's? Richtig. Du hast mir eine Kartoffel, was wir schon Nächten abgekocht, weil so können wir es abschälen, geringer, und es wird nicht abkommen, zu viel von der Kartoffel. Es schneit es, wir haben es gelassen in den Eiskasten, also es ist gut kalt, sehr gering zu abzuschälen. Also dann kommt es schöner ab. Und ihr legt es weg, und dann noch wollen wir es zu quetschen. In der Wahl. Also, als Rukhl grät sie Kartoffel, will ich zu hacken ein Medium Zwiebeln und 15 Knoblauch zu der Gefüllt. Kreplach ist eine von den Wörtern auf Jiddisch, was man sagt, nur auf Mehrzahl. Man will nur einer von sie, sagt man einer von den Kreplach. Es ist ein Quetscher Kartoffel. Das ist der erste Teil von dem Fillets. Und danach wollen wir abprägeln die Zwiebeln mit dem Knobel. Die habe ich 15 Knobel. Und wir haben schon ein bisschen Salz vorangefüllt. Ich will sie geben ein bisschen von dem zu dem Knobel. Ich gehe. Und das zu hacken sehr klein. Ich habe zugestellt zwei Topf mit Wasser, halbwegs viel. Und jetzt wollen wir zu lassen zwei Löffel Pitta in eine Patelnia. In dem wollen wir aufprägeln die Zwiebeln. Die Zwiebeln darf sich prägeln, eine lange Zeit, auf einer kleinen Flamme. Ich habe gesagt, 15-20 Minuten soll werden durchsichtig, bräunlich. Und noch demnach wollen wir anziehen den Knobel. Und es kann sein mit Bäumen anstatt Pitta. Und sie kennen euch mit Bäumen, aber man macht nicht keine milchige Wäsche. Und in den alten Zeiten ist gewinn oft Gänsenschmalz. Ja, alle meinem Schmalz. Es hat das Säure kommt an an der Zwiebeln. Bei Zirchen ist es viel mit dem Pitta. Es hilft uns zu machen als einen schönen Klang, weil wir ein rücklassendes Feuer auf einem glänzenden Flamme. Und jetzt geht sich das Kochen also 15-20 Minuten. Kommt sie jede 5 Minuten und gibt noch ein Misch. Eder ich mache das Teig, will ich zerschneiden noch zwei Zwiebeln. Sie wollen seine Garnitur zu den Kreplach. Schneid den. Dienenke rechtlich. Erst so lasst zwei Löffel Pitta noch einmal. Und jetzt haben wir die Zwiebeln, was Eve hat gemacht, zerschnitten auf Reftlich. Nicht zerhackt auf kleine Stückchen. Und das wollen wir nutzen zu garnieren, die Kreplach beim Sof. Eben, man geht das Essen. Kocht es an etwa 20 Minuten, bis sie wird schön und braun. Mach Teig für die Kreplach. Du habe ich ein halb Pfund Mehl, das ist ein erich zwei Teppich Mehl. Ich will nicht da reinschütten die ganze Sache. Ich will zugeben noch Mehl, ob es fehlt. Ein halb Teppich Wasser. Ein halb Löffel Salz. Und ein Ei.
mischt geht euch und geht sie zum Mehl. Beschiet den Tambank mit ein bisschen Mehl und knet das Teig, aber nur mit einer Hand. Wenn mit zwei, wird es keinmal nicht raus von dem, weil es ist so kleppig dick. Das ist ein schöner Teig und jetzt wollen wir machen das Gefüllert. Ihr seht, die Zwiebeln, was geht da rein in dem Füllert, hat sich schon zugebräunt. Jetzt hier mehr rein ein bisschen den ganzen Knoblauch. Ist das Reis. Ich will nicht, dass der Knoblauch soll sich zubräunen, weil das nimmt sie von dem Geschmack und Tarm, so wird sie verbrennt. Jetzt lassen wir eine Minute, zwei. Ich nehme die zerquetschte Kartoffel und gebe es rein in eine Schüssel. Die geprägelte Zwiebeln mit Knoblauch. Ein Gelichel für ein Ei, 3/4 Löffel Salz, ein 1/4 Löffel schwarzen Pfeffer, das ist gut aus. Und dort hat hier einen Geschmack von Kartoffelfüllert. Beschiebt den Tambank mit Mehl und katsche euch das Teig. Katsche das Teig sehr dünn, weniger wie ein Achtel von einem Zoll. Das heißt 1 mm oder 2 mm. Was dient als Geschmack? Ich prüfe machen das Teig viereckig, auf wie viel es ist möglich, weil ich will später zu schneiden Quadraten von dem. Jetzt ist das Blatt genug dünn, sehr, sehr dünn, sehr schön. Wir zerschneiden Quadraten an erich 3 Zoll, 2 Zoll mit der Hälfte. Die Quadraten an erich 2 Tutz 24, mehr oder weniger. Mach sie nass von oben. Nimm eine von den Quadraten. Füll ihm ein mit einem Löffel gefüllt. Mach ein Dreieck. Sie knetscht bei den Seiten und falte zwei Seiten also, es soll sein also wie ein Hut und dort macht man schöne Kreppler. Rukhl hat gestellt für uns 2 Teppe siedige Wasser. Tier rein die Kreppler in Wasser. Sinken sie zum Dno, aber bald wollen sie schwimmen herauf. Ort sehen euch die Kreppler, wenn sie sein in Grät. Sie schwimmen, sie werden puchig und ein bisschen durchsichtig wird das Teig. Ich nehme sie heraus mit einem gelecherten Löffel in eine Sippe oder eine Schüssel. Oh, wie prächtig. Und derweil prägen sich noch als die Zwiebeln, sie werden sehr schön und braun, ein bisschen karamellisiert. Nun, jetzt haben wir Kartoffelkreppler mit geprägelten Zwiebeln, seht ihr, es hat so einen Geschmack und es schmeckt geniegen. Wir wollen es essen mit Smetana. Und wir hoffen, dass ihr es euch machen in der Heim. Und hoffen euch, dass ihr damit gedenken, esst gesinnte Heid. Gib ihm.